konnten gerade hier reingucken, durch die Wand durch. Finde ich sehr gut, wenn man immer durch die Wände gucken kann bei solchen Spielen. Dann sieht man immer, wie leer die Spielwelt eigentlich ist. Oh. Lassen wir mal auf. Zack. Boom. Von leise sein hat die Frau noch nie was gehört. Guck mal da. Ein Geheimnis. Hallo. The dragon Fafnir is so large and deadly that it would be impossible to kill him face to face. But each day, Fafnir crawls across the heath to find water. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit, and Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all who owned it. Sigurd replies that death comes to all men, and every man would want to be wealthy until that day. And he takes the treasure. Hm. Okay. Ja. Der Schatz würde dein Tod sein. Das ist auch eine sehr weise... Es ist eine sehr weise Einschätzung eigentlich, wenn du dann sagst, naja, jeder stirbt, aber man kann wenigstens reich sterben. Ist wenigstens... ehrlich. So, das haben wir gemacht. Okay, wir werden dich finden. Ja, ja, such mich mal. Hier, kann man die anzünden? Ja, man kann sie anzünden, geil. Kann ich das aufmachen? Nee, ne, das geht nicht. So, wenigstens die Fackeln sind schon mal an. Komme ich hier durch? Wahrscheinlich wieder nicht, von der anderen Seite verschlossen. Geil. Das Spiel ist echt gruselig an manchen Stellen. Wohin denn jetzt? Ach, warte mal, jetzt bin ich wieder am Anfang hier, oder? Ja, ist doch der Anfang hier. Toll, da speichert das Spiel. Fantastisch. Ja, ich heiße nur. Ist mir durchaus bewusst. Ich kenne meinen Namen. Ich weiß, wie ich heiße. Da brauche ich auch nicht dafür. Ihr blöden Stimmen in meinem Kopf. Ach ne, drüben. Ich dachte mir gerade, hä, ich habe die doch angezündet, aber... Nein, das waren die auf der anderen Seite. So, einmal hier anzünden. Oh, gehen wir mal halt mal hier runter. Da rülpst du mir ins Ohr. Ach, nicht schon wieder du. Aber schön, dass der auch eine Fackel hat, weil der auch die Dunkelheit fürchtet. Hallo, weich doch mal aus, Mädel. So. Ich mache übrigens bewusst die schweren Angriffe, weil gehen die Creeps nicht schneller tot. Okay, aber... Alter! Ich weiß, ich könnte fokussieren, aber der macht dann seine komische Kugel. Sag mal, was bist denn du? Sag mal, ist jetzt mal gut. So, der macht nämlich diese komische Kugel da. Und dann kannst du nicht angreifen, da. Sein Ninja-Trick.
Ah ja, klar. Spawn direkt dann und hau mich, ist klar. Wo ist denn die Fackel? Ach, da hinten. Okay. So. Einmal Fackel fallen lassen, sehr gut. Hier ist das Symbol auch irgendwo. Das könnte hier am Boden sein, das Blut, oder? Ja, hier ist es, das Blut. Dachte ich mir doch. She has it. She did it. She's done it. Well done. This place. It reminds her of the isolating, suffocating darkness that she lived through as a young girl. Imprisoned in her room at night. The faces in the dark, coming through the walls. She once thought everyone could see them. I mean, that's what children say all the time, isn't it? That there are monsters in the dark. By the time she realized that only she could see them, her father, Zinbel, could see the monster in her. War ich da unten schon? Ich bin mir nicht sicher. Wie komme ich denn da runter? So, hier waren wir. Wo muss ich jetzt hin? Hat jemand eine Idee? So, stimmt in meinem Kopf. Jetzt sag mir nochmal, wo ich hin muss. Ich glaube, hier waren wir, oder? Hier sind wir ja. Hier haben wir die Fackeln unten angezündet. Das war das, die unterste Ebene. Wo ist denn jetzt das andere Dingens? Hier waren wir, glaube ich, auch schon. Da habe ich die Fackeln angezündet. Jawohl. Hier ist nur eine Tür. Wir müssen da irgendwie noch hoch. Beziehungsweise durch. Aber wie komme ich da hin? Wo muss ich jetzt hin? Die Fackeln da oben kann ich nicht entzünden, oder? Nein, leider nicht. Schade. Ja, jetzt bin ich wieder am Anfang hier gerade. Von hier komme ich ja nicht runter. Übrigens toll, dass das Spiel immer speichert. Das finde ich sehr, sehr zuvorkommend. Es nützt mir nur gerade nichts, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Ich kann die Fackel mal anzünden hier. Na, oder auch nicht. Also hier war zumindest auch kein Symbol, dass wir irgendwas da haben im Eingangsbereich. Hier waren wir. So, das war die Kammer des Schreckens. Das haben wir gemacht. So. Da hinten ist wieder der Eingangsbereich. Haben wir auch schon gemacht. So. Durch die Tür kommen wir nicht durch. Die ist verschlossen. So, also bleibt da eigentlich nicht mehr so viel. Da waren wir auch drunten. Hier sind wir auch lang gelatscht. Ja, aber hier unten waren wir ja auch schon. Da war das Geheimnis. Das haben wir auch gemacht. Hier geht's noch hoch. Hier geht's nach unten und hier geht's nach oben. Ich bin nach unten gelaufen das erste Mal, aber hier geht's noch nach oben. Okay. Gut. Her torch is going out. No, it's not. It's gonna get out soon. She hasn't got much time. Burn out. Okay, jetzt habe ich ein Zeitlimit hier. It's not going to burn out. The darkness will come again. Hä? Wo? Da ist es. Hä? Wie muss ich da stehen?
Ach so, halt, Lichter machen. Aha. There it is. You have all the roots. Do you feel it? The beast is crawling into your mind. Searching for weakness. It found your mother. Used her to trap you in here. Did you see her die? I don't remember. I was only 5. They told me she escaped the darkness. That she's with the gods. But what if they lied? What if the darkness took her and trapped her here? She'd get her mother out. Our mother doesn't exist. Where is her mother? It's just another trick. Don't repeat it. Stupid girl. Okay. So, gehen wir mal durch. No, she's there. She's not there. She was never there to be. It's a trap. The beast is coming. Stupid baby. Run! 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 That's all you could do. Run away from the beast. He led you here for nothing. Stay in the room. Was? Jetzt haben wir seinen Schädel verloren. Without his head, you will never bring his soul back. His fate is sealed. Now it can see you at your weakest. The time you suffered as a child at the hands of your father Zindo while you pined for Dillion. Do you remember the darkness, Senua? The beast is bringing it back. Mother, why did you leave me? This darkness, it's spreading. Father's keeping me away from the others. Away from Tilly. Die Arme. I won't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to find Tilly. Sie ist entschlossen. Das muss man ihr lassen. Ja. Und ich würde sagen, an der Stelle machen wir jetzt einfach dann den Cut. Das heißt, in der nächsten Aufnahme suchen wir dann Dillions Kopf. Und dann lassen wir uns mal überraschen, ob wir es schaffen, das Biest zu töten. Ich bin sehr gespannt. Ja, auf jeden Fall sage ich dann vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Danke fürs dabei sein. Wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme wieder, wenn es heißt für Dillion. Also, bis dann und danke fürs Zuschauen. Tschüss. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Hellblade: Senua Sacrifice. Ich flüstere etwas um die Stimmen hier im Kopf und auch die Stimmen, die hier gerade auf uns zukommen, etwas zu besänftigen, damit das alles gut geht. Oh Mann, müssen wir jetzt durch. Verdammt. Ja, wir haben in der letzten Aufnahmesession sind wir dem tollen Wesen hier entflohen und dieses Wesen hat dann leider uns gejagt. Wir sind hier runtergestürzt und haben leider den Kopf unseres Freundes verloren. Das heißt, den müssen wir jetzt suchen. Ich mache auch nur eine ganz, ganz kurze Aufnahmesession. Einfach nur, weil ich wissen will, wie es weitergeht, grob. Und ich nämlich, es ist gerade verdammt spät hier. Es ist fast 12 Uhr abends, wo ich jetzt aufnehme. Und ich
wollte jetzt aber noch nicht ins Bett. Ich wollte eine Runde Hellblade jetzt zumindest machen, beziehungsweise ich wollte jetzt ganz grob wissen, wie es hier weitergeht. Und drum sitze ich jetzt hier. Now she has the light. Keep going. Save the light. Keep going. Use it to light. Where is she going? The beast is down there. No. No. She knows the beast is down there. Why does she keep going towards him? He's always watching you. Where are you going? The beast is there. You're never safe from him. You can feel him. Ist das der Kopf? Nee, ne? Das ist, glaube ich, ein Stein oder das Licht einfach. Habe ich nur gerade geguckt. Oh, ich kriege jedes Mal Gänsehaut. Okay, Augen nach oben haben sie gesagt. Eyes up. Die Frage ist, was die mir damit sagen wollen. Ist da oben irgendwas, wenn es heißt, keep your eyes up? Oder heißt es nur einfach, ich soll wachsam bleiben? Oh Mann. Ich habe mega Gänsehaut hier gerade. Von mir ist ein Flüstern hinten dran. Gucken wir mal, dass das hier jetzt alles... Da hinten ist ein Siegel. Ich gucke mich jetzt ein bisschen besser um, weil ich habe nämlich Angst, dass wir ein bisschen das Dingens verlieren, also die Möglichkeit verlieren hier, also das Gesicht von unserer Mutter besser gesagt, dass das hier irgendwo noch vielleicht versteckt ist. Im Wasserfall oder sonst was komme ich hier durch, ohne dass... Ja. Okay. Da ging es auf jeden Fall links weiter. Wo geht's hier lang? Nirgendwo. Okay, das ist doch schön. Hier geht's nirgendwo weiter. Wir können übrigens brennen, glaube ich. Das triggern wir mal. Ah! Das Begrüßungskomitee ist auch da. Sehr schön. Oh Mann, die armen Kerle. Die armen Kerle, die in den Käfigen hängen. So. Ja, ja, ja. So, und schau. Der ist immer so flink mit diesem Schild. Das ist unfassbar. Weißt du, du haust da mega auf den drauf. Und der schafft's halt wirklich, dann immer sofort das Schild wieder hochzupacken. Das ist echt unfassbar. Da, siehst du das? Finish this. Finish this. Na komm. So, und ciao. Und tschüss. Oh, ah, nicht schon wieder so. Ach komm, nicht schon wieder der. Ich hasse es. Ach ja, der wirft, ja. Ja, okay. So, ich habe vergessen, dass der ja Sachen schmeißen kann. Oh, oh, nein, ich bin doch... Ach, komm. Das gibt's nicht. Ich liege. Geh weg. Ausweichen. Geh weg. Ich hackel das Spiel gerade. Oh. Das Gebiet ist so eng hier. Ein Gag. So, der ist weg. Kam da jetzt kommt noch einer? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein! Aua! Nein! Oh, ich hasse diesen Typen! Ich hasse diesen Typen!
Geil, Todesser. So, du bist langsam gerade. Das finde ich gut. So, hinter mir ist noch einer. Den kriegen wir auch noch. Zack. Der schon wieder. So, der macht jetzt, glaube ich, seine Rauchgranate. So, fokussieren. Das Fiese ist, dass der echt während der auch... während wir im Fokus sind, der trotzdem noch mega flink ist. Oh, Gott sei Dank. Puh. Oh. Ja, das Biest habe ich ganz vergessen. Ich habe das Biest ganz vergessen, dass das hier noch mitmacht. So, das haben wir schon. Also, was ist denn das jetzt hier? Ich gucke hier so drauf und so weiter. Aber da war mein toller Freund hier im... Mein Freund, das Monster. So. Die Tür hier ist zugegangen. Komme ich irgendwie hoch? Ach, hier geht's hoch. Weil das Ding haben sie ja versiegelt hier, dann nämlich diesen Bereich, der war dann zu. Ich ahne, worauf das hinausläuft. So, das müsste jetzt hier irgendwo dann sein. Vermutlich von der anderen Seite dann. Oder? Da müsste irgendwo ein Schatten jetzt hinleuchten, wo ich dann das R sehe. Und die Kämpfe hier sind schon echt ein bisschen fordernd auch. Dieses Dingens hier, ne? Das ist echt ätzend. So. Ah, hier ist es. Ja, mit dem Licht nämlich. Das musste man anmachen, damit man hier das sieht. Damit das hier funktioniert. Achso, ich dachte, das ist ein Geheimgang. Aber leider, leider nicht. Okay. Schade. Das wäre schön gewesen, wenn hier ein Geheimgang gewesen wäre. Ist hier sonst noch irgendwas? Nee, ne? Kein Wissensstein oder sowas? Nö. Nur ein Haufen Leichen. Na gut. So. Machen wir das hier mal auf. Sesam, öffne dich! Ich dachte jetzt, da ist eine Felswand einfach direkt davor vor der Tür. So. The lights run out. Toll. Das ist ja fantastisch. Jetzt muss ich hier durchrennen. Okay, wir haben den Sprint, haben wir aber an. Oh Mann. Man könnte hier mit der Fackel so ein bisschen so nach rechts, dass er nicht ausgeht, aber nö. Allons-y! Her father tried to help her, but she wouldn't listen. So. He was doing his best. She never ever listened. Das ist echt. Das ist echt krass mit dem Wasser und diesem Licht und alles. Ich frage mich, ob ein das Viech überhaupt erwischen kann. Okay, unser Vater hat uns versucht. Okay, unser Vater hat uns angeblich versucht zu retten. Das ist cool mit dem Licht, das hier reinfällt. Why doesn't she learn? Where will she learn? She doesn't understand. Now the darkness has Dillion's power. And it will take it and never give it back. She can search and search, but she will never find it. She's let the darkness in. It's the end. The darkness will take her like it took her mother. She can't resist. Pointless even trying to retrieve it. Klappe. Ich schaffe das. Where is she going? She's got to go deeper to find the head.
deeper towards the darkness. Okay. The beast interessant. Is there. The beast is luring her. Ja, das werde ich töten, das Biest, wenn es so weitermacht. Although Sigurd kills the dragon, Rian wants to keep Fafnir's gold all for himself. Rian also wants the strength and wisdom of the dragon, so he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fafnir's heart for him. Sigurd does so, but when he touches the roasted heart to see if it is done, he burns his finger. Without thinking, he licks his finger and tastes the dragon's blood. In that moment, he understands the language of birds and hears them talk nearby. Okay, konnte mit den Vögeln sprechen. Sehr gut. Okay, Trick, bla bla bla. Ja, ja. Wir finden den Dillion. Okay, einmal nach unten. Was für eine Illusion? Was für eine Illusion? Beast. She can't tell the difference between reality and illusion. Das sind alles Leichen da unten. Sieht zumindest so aus. Okay, es ist eine Illusion. Er belügt uns. Where is she now? The darkness killed your mother. Where is she now? Where is she? She's here to her. Okay, die Mutter ist hier, soll das heißen, dass sie irgendwo... The darkness will kill you. The darkness took your mother and it will take you. Eventually, what really happened to her? Your mother was weak like you are. Her mother was weak like she is. Ich bin schwach. Oh, halt immer die Klappe. Ich nerve ich auf Dauer. It's just a... Sigurd's newfound power lets him hear the birds speak. And they say... Sigurd should eat the heart himself. Rian wants Fafnir's gold. Sigurd should kill Rian before Rian kills him. Sigurd should find Brynhild the Valkyrie, who sleeps an enchanted sleep. Sigurd heeds the bird's advice. He kills Rian, eats Fafnir's roasted heart, and takes Fafnir's treasure. And he embarks on a new quest. To ride to Hinderfell and find Brynhild, the Valkyrie. Okay, also er hat Brynhild versucht zu finden. The lights run out. Okay, sie wird sterben, wenn die Fackel erlischt. Okay. Ah, ich verstehe. Sie muss die Fackel da anmachen, dass sie das M. Dass sie das M. aufkommt. So. Ja, hier ist es. Aber ich muss da oben erst die Fackel anmachen. Vor allem, weißt du, ist halt wirklich affig, ne? Du könntest hier durchlaufen und könntest die Fackel hier einfach durchtragen. Aber nein. Wo geht's denn da hinten lang? Es geht da hinten ja auch weiter. Gucken wir mal ganz kurz hin, wo es da hinten lang geht. Das finde ich nämlich irgendwie auch interessant gerade. Man kommt hier nämlich irgendwie durch. Die Frage ist, wo geht's da hin? Okay. Es ist sehr finster hier. Ich wette, da ist irgendeine Tür, die verschlossen ist, richtig? Die muss ich von der anderen Seite erst aufmachen. Oder auch nicht. Beim Anzünden? What's she doing? She's lighting the torch. She's making light. She's making a fire. She's got light on the other side. She'll be safe. Was ist ihr Plan? Ich habe keine Ahnung. Ich mache gerade irgendwas. What's she thinking? Is she going to get there? So, ist hier irgendwas? Nee, ne? Das sieht bloß ist ein Gefängnis. Der letzte Abschnitt. Ich verstehe, worauf das hinausläuft. Okay, ich muss... Okay, das ist ganz cool. Ich muss jetzt...
hier hinten durchlaufen, dann kann ich das hier schnell runter machen. Und bevor mich das Monster erwischt, kann ich dann hier zum Licht hinlaufen wahrscheinlich. Weil was anderes hier gibt's nicht, ne? Ich kann jetzt nicht irgendwie noch was anzünden. Das heißt, ich muss jetzt schnell sein und dann da hinten hin. Okay. Ist ganz gut, dass wir erstmal hier geguckt haben, was hier ist. Weil dann haben wir jetzt das Rätsel gelöst. Das heißt, wir müssen da erstmal... Oder man musste da besser gesagt erstmal die Fackel anzünden, damit man dann genügend Zeit hat und dann nicht gefressen wird. Finde ich gut. So, jetzt müssen wir ganz schnell hinrennen.